Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge der Fachgespräche on Air innerhalb der Initiative Lernen in der digitalen Gesellschaft. Mein Name ist Christine Nah, ich darf heute moderieren. Manche von Ihnen wundern sich vielleicht, dass es nicht unser Moderator Jöran Moos-Mehrholz ist. Ich darf ihn vertreten, er ist leider erkrankt und möchte Ihnen vorab etwas erzählen, warum wir hier zusammengekommen sind und in welchem Zusammenhang das Ganze steht. Erst einmal sind es Fachgespräche, die aus einer Initiative herauskommen, die mit dem Lernen in der digitalen Gesellschaft zu tun hat. Lernen in der digitalen Gesellschaft, offen, vernetzt, integrativ. Und aus diesem Zusammenhang haben sich innerhalb des Internet- und Gesellschaftscollaboratory, ein Think Tank, der sich mit Gesellschaft und Internet auseinandersetzt, verschiedene Expertinnen und Experten zusammengetan und sich Gedanken über das Lernen in der digitalen Gesellschaft gemacht. Anlass genug, um diese nicht nur zu verschriftlichen, es wird am Ende, am Anfang April einen Abschlussbericht geben, haben wir uns ein Format überlegt, wie man die Ergebnisse auch noch in die Welt herausstreuen kann. Und das ist also hier der Hangout on Air. Verschiedene Experten-Fachgespräche on Air, per Hangout on Air, dass Sie und Ihr da draußen auch unsere Ergebnisse mitbekommt und mit uns gemeinsam vor allem diskutieren könnt. Das ist ein konkreter. Wenn Sie die Aufzeichnung sehen, das Ganze wird aufgezeichnet, dann haben Sie vielleicht auch mitbekommen, dass bereits schon ganz viele stattgefunden haben, zum Beispiel zu Open Educational Resources oder digitale Kollaboration und so weiter. Wie schon gesagt, wenn Sie die Aufzeichnung sehen, können Sie leider nicht mehr am Chat teilnehmen. Wenn Sie live dabei sind, ein herzliches Willkommen an die, die live dabei sind und sich beteiligen. Unter Ihnen gibt es ein Chatfenster, in dem Sie sich anmelden können und sich rege beteiligen bitte, auch während referiert wird in den ersten 25 Minuten, ein kleiner Input. Und danach gibt es die Möglichkeit, aber auch schon währenddessen, wenn Sie denken, Sie haben schon eine Frage, dann sind wir da auch ganz austauschbereit. Das ist der erste Input und der erste Input meinerseits. Ich freue mich sehr, heute unsere Initiativenexpertin Zoran Rehbauer begrüßen zu dürfen, die uns ein Big Picture aufzeigt über die Zukunft des Lernens, wie unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen kann im Hinblick auf ganz spannende Statements und so weiter. Ich freue mich sehr und übergebe das Wort an Zoran Marie. Vielen Dank. Danke, Christine. Willkommen auch von mir zu meinem Hangout an alle Zuseher und Zuhörer live im Web und natürlich auch diejenigen, die diesen Hangout zeitversetzt sehen. Das Thema, Christine, du hast es schon gesagt, der Paradigmenwechsel des Lernens. Es geht also nicht nur, wie sieht Lernen in Zukunft aus, sondern auch um den Weg dorthin. Vorerst ein paar Worte zu mir. Wer bin ich? Woher komme ich? Was mache ich? Was ist also mein Background? Seit Anfang der 80er Jahre bin ich als Medientheoretikerin, strategische Forscherin, Netzaktivistin und Netzkünstlerin, also relativ interdisziplinär aufgestellt und im Spannungsfeld der digitalen Revolution positioniert. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin einer universitären Einrichtung für Informations- und Mediendienste habe ich E-Learning konzipiert, realisiert, beraten und gecoacht. Als Vertretungsprofessorin im Fachbereich Kommunikationsdesign habe ich zum Schwerpunkt Mobile und Digital Lifestyle und Information Design geforscht und gelehrt. Und als Dozentin für Medien war ich mehr als 15 Jahre universitär ebenso wie in der Erwachsenenbildung tätig und am Thema Lernen dran. Soweit zu mir und meiner History bezüglich Lernen. Worum geht es nun inhaltlich in diesem Hangout? Als Ausgangspunkt ein Zitat, das wahrscheinlich jeder von uns kennt. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Also Generationen wurde diese Logik von Bildung mit auf den Weg gegeben. Aber in einer Gesellschaft angekommen, in der Lernen aus den Kinderschuhen hinauswächst, und zwar im wörtlichen Sinne, und lebenslanges Lernen zur Maxime wird, ist diese Lebensweisheit natürlich immer mehr obsolet. Doch ist unser Bildungssystem gewappnet für den Lifestyle für morgen? Diese Frage habe ich nicht nur mir gestellt, sondern auch mehr als, habe ich mich mit mehr als 30 Experten darüber ausgetauscht
und in Form eines sogenannten Big Pictures die verschiedenen Statements und Positionen dazu in eine große Zusammenschau gebracht. Das Big Picture ist online zu sehen, also wenn Sie mitschauen möchten, die Webadresse ist auf meinen Folien eingeblendet, es ist www.zora-mari-bauer.de/forschung/lernen/big-picture. Hier erstmal ein kleiner, kurzer Eindruck von dem Big Picture. Ein paar Worte dazu, was ist dieses Picture, wie ist es gemeint? Bildung ist nur eine der Großbaustellen im gesamtgesellschaftlichen Change-Prozess. Da wird zwar mittlerweile mit hochgekrempelten Ärmeln, kann man sagen, an vielen Orten mit angepackt. Doch das heißt, oft weiß eine Hand nicht, was die andere tut. Also es fehlt ein Bauplan, der die unkoordinierten Bautätigkeiten in logische Bauabschnitte strukturiert. Vielen scheint auch unklar, wie das neue Bauwerk Bildung, sage ich jetzt mal, in Zukunft überhaupt aussehen wird. Als Information- und Tool-Designerin habe ich mir daher die Aufgabe gestellt, ein Werkzeug zu schaffen, das die vielfach nebeneinander herlaufenden Diskurse zum Thema Lernen in eine strukturierte Zusammenschau bringt. So ist dann schließlich dieses Big Picture zum Paradigmenwechsel des Lernens entstanden. Big Picture ist ein analytisches Werkzeug, das eine dreidimensionale Momentansicht von der Großbaustelle Lernen skizziert. In einer Nahsicht trifft man auf die unterschiedlichen Fachkräfte am Bau. Man sieht die einzelnen Figuren in der Folie auszugsweise. Das sind die verschiedenen Fachkräfte, die kommen aus unterschiedlichen Richtungen her. Das sind Leute aus Verlagen, das sind Berater, das sind Lehrer und so weiter. Also sehr unterschiedliche Spezialisten. Jeder erläutert zwar in seiner Sprache, aber trotzdem anschaulich, was hinter so rätselhaften Termini wie postheroischer Unterricht oder Action-Lernen steht, also Begriffe, die ich selber vorher auch teilweise nicht kannte. Zoomt man aus, kann man die chronologische, sage ich jetzt mal, also Anordnung der Begriffe und ein strukturierendes Ordnungsgerüst sehen. Also die Begriffe sind nicht irgendwie aneinandergereiht, sondern die haben wirklich eine strikte chronologische Anordnung, wie im Detail. Das werde ich dann anhand der verschiedenen Beispiele noch demonstrieren. Diese chronologische und logische Anordnung ist das tragende Fundament, auf denen die vielen Aspekte des Lernens ruhen. Noch weiter ausgezoomt, und das vergessen wir ja leider meistens, wenn wir mit neuen Dingen zu tun haben, mit innovativen Dingen im Bereich der digitalen Medien. Wir vergessen auszuzoomen, zum Beispiel in die Vogelperspektive eines Kranführers. Da erblickt man dann Erstaunliches, nämlich es gibt ihn doch, den großen Bauplan. Der mehrstufige Paradigmenwechsel in meinem Big Picture eingezeichnet als 00102030 bietet einen Grundriss. Von ihm aus lässt sich die Architektur des Lernens, wenn man Baustein für Baustein sinnvoll aneinanderfügt, und das ist eben der wichtige Punkt, dann kann man sehr, sehr scharf in die Zukunft kann man dieses, was passiert, jetzt sehr scharf in die Zukunft projizieren. Wie sieht das nun im Einzelnen aus? Das möchte ich an einem Auszug demonstrieren, und zwar Unterricht. Am Beispiel Unterricht. Und zwar an den Parametern Unterrichtsform, Aneignungsprinzip und Lernstil. Ich bitte euch, wenn ihr Fragen dazu habt, also ihr könnt die, wie gesagt, wie Christine schon sagte, jederzeit stellen. Wir werden auch versuchen, die zwischendurch einzubeziehen, damit das auch so eine austauschorientierte Veranstaltung wird. Also wie sieht nun der Unterricht selbst aus? Das Big Picture möchte anhand von drei Parametern diesen Unterricht analysieren. Also Unterrichtsform habe ich schon aufgelistet, das Aneignungsprinzip von Wissen, also wie gehen wir da vor, und den Lernstil. Stichwort Unterrichtsform 00. Hier könnte Frontalunterricht stehen oder lehrerzentrierter Unterricht oder auch anderes. Also das ist immer nur ein beispielhafter Begriff. Also typische Unterrichtsformen, die aus der Logik der vordigitalen Kulturen stammen.
Dr. David Klett, zuständig für Unternehmensentwicklung und Marktforschung der Klett-Gruppe, hat den Begriff postheroischer Unterricht an dieser Stelle vorgeschlagen. Warum, hören Sie in seinem Statement? Ich glaube, dass wir schon seit 30, 40 Jahren eine Abwendung vom heroischen Unterricht, von dem Lehrer als Heroen, und eine Hinwendung zu postheroischen Unterrichtsformen sehen können. Warum sage ich postheroisch und nicht irgendwas Neues, irgendwas anderes? Weil ich nicht glaube, dass die Asymmetrie zwischen Lehrenden und Lernenden immer sich vollständig aufhebt. Also das halte ich für Kitsch. Ich glaube, diese Differenz muss es geben und die wird es immer geben. Das Interessante an der Idee des Postheroischen ist aber, dass sich das Verhältnis zeitlich umkehren kann. Natürlich kann auch der Lehrer vom Schüler lernen und natürlich kann der Lehrer dem Schüler oder den Schülern die Führung überlassen, nämlich immer da, wo es pädagogisch Sinn macht und den Schüler voranbringt. Insofern sehe ich da einen langsamen Paradigmenwechsel, wissend, dass es immer die heroischen Elemente gleichzeitig gibt. Es gibt immer noch den Lehrer, der davon ausgeht, dass er die Veränderung im Schüler herstellt. Seine Autorität gewinnt er eigentlich dadurch, dass er in der Lage ist, diese Umkehrung zu verkraften, sie zum Teil auch zu stimulieren, auf jeden Fall nicht unter ihr zusammenzubrechen. Also soweit Dr. David Klett. Wir haben auch über Umkehrung der Hierarchien an sich gesprochen. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Blurring of Distinction war ein Stichwort aus der englischen Fachliteratur dazu. Oder wir haben auch über Phänomene der Organisationsforschung gesprochen, zum Beispiel die Umkehrung der Hierarchien in Flugzeugcockpits, also in unvorhersehbaren und unvorhergesehenen Situationen, in denen Hierarchie keine gute Lösung ist. Wir haben über Momente des Karnevalesken gesprochen, also wo quasi die Sklaven die Herren einen Tag lang spielen durften und die Herren die Sklaven. Und es gibt dazu demnächst ein Einzelinterview genau zu diesen verschiedenen Aspekten der Umkehrung von Hierarchien auf meiner Website, auf meiner Lernen-Webseite. Die Adresse haben Sie auf der Folie eingeblendet. Die Digitalisierung hat völlig neue Unterrichtsformen in die Welt gebracht. Eine maßgebliche war E-Learning. Mitte, Ende der 90er Jahre war E-Learning noch offline. Das Internet war noch in den Kinderschuhen, also wirklich ziemlich am Anfang und konnte nur briefmarkengroße, ziemlich rucklige Animationen wiedergeben. E-Learning kam aber aus einer Rich-Media-Offline-Kultur. Also nicht das Internet, sondern eine kleine, reflektierende Scheibe hat diese neue Unterrichtsform möglich gemacht, die CD, Kompaktdisk. Sie konnte einige hundert Megabyte mediale Daten aufnehmen und war auch schon rudimentär interaktiv. Also Interaktivität ist ein Konzept, das gibt es noch nicht so lange. Anfang der 90er Jahre, 93 war so ein wichtiges Stichwort. Und wie ist der Stand heute? Gerade mal 1,5 Jahrzehnte später. Hören Sie dazu ein Statement von Arndt Bubenzer, CEO im Bereich E-Learning und Consulting. Letztlich eine wirklich große Organisation, die immer wieder schulen muss und die produzieren nach wie vor als Lernmedium Flashsticks, die an mehrere tausend Nutzer ausgeschickt werden. Die Organisationsnachteile dabei liegen natürlich auf der Hand. Die müssen dann von 6000 Nutzern die Flashsticks wieder einziehen. Wir haben es ab und zu noch auch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, dass wir teilweise hybride Lösungen mit einer Online-Version und einer Offline-Version anbieten müssen. Weil zum Beispiel die Internetbandbreiten nicht ausreichen. Da ist der Produktionsaufwand und der Verteilaufwand für die DVD oder den CD auch nochmal erheblich. Insofern denke ich mir, die Tage von reinen Offline-Medien sind gezählt. Davon würde man sicherlich gerne wegkommen. Ich habe den Arndt Bubenzer auf einer Konferenz zum Thema Lernen getroffen, also daher die Hintergrundgeräusche. Falls es nicht so ganz verstehbar war, er meinte eben, dass es nur noch ganz wenige Bereiche sind, in denen E-Learning auf Offline-Medien getragen wird, auf Sticks und Ähnliches. Und der Organisationsaufwand ist eben enorm großer, vor allem wenn man bedenkt, dass ja der Anspruch der Aktualität damit ein ganz anderer geworden ist durch E-Learning. Also in dem kann man gerade bei größeren Gruppen, die mit Lernmaterialien versorgt werden müssen, einfach gar nicht mehr gerecht werden. Unterrichtsform 2.0, Collaborative Learning, ist ein nächstes Stichwort.
jede US-amerikanische Uni, die was auf sich hält, sage ich mal, macht heute sogenannte MOOCs, Massive Open Online Courses, MOOCs. Die Unterrichtsformen nennen sich Collaborative Learning, Planet Learning, Distance Education und ähnliches. Auch in Deutschland sind die ersten MOOCs gerade im Entstehen. Interessant, Philipp Schmidt vom MIT Media Lab hat bei der Veranstaltung Lernen in der digitalen Gesellschaft eine Keynote mit dem Titel gehalten, warum das MIT Media Lab kein Fan von Online-Kursen ist. Das Video ist mit seiner Kritik gegen diese, wie er es nennt, industrielle Wissensvermittlung. Sie finden das Video auf YouTube, es ist ganz interessant. Über Collaborative Learning habe ich mich mit der User und Innovation Researcherin Judith Mühlenhoff getroffen und hören Sie ihren kurzen Erfahrungsbericht dazu, wie so ein Online-Kurs ausschauen kann. Coursera, finde ich gerade ganz gut. Das ist so eine Plattform im Netz, wo man Online-Kurse machen kann, nicht umsonst. Die sind auch, es sind viele namhafte Unis dabei. Es ist eine riesige Community, da sind wirklich 40.000 Leute dabei oder 8.000 Leute, die dann zu Punkt machen. Die Idee ist, dass die Studierenden untereinander sich selber überprüfen und sich selber was beibringen. Einmal durch so ein Forum, wo man dann eine Frage stellen kann, und weil das so viele Leute sind, gibt es auch immer eine Antwort. Es sind auch wirklich dann Leute dabei, die sich mal im Einklima halt gut auskennen und dann dazu was schreiben. Oder es gibt die Möglichkeit, dann direkt Kontakt zu knüpfen und mit den Leuten individuell sich zu treffen und was zu vereinbaren. Und diese Bühnen laufen dann so ab. Also ich schreibe zum Beispiel in Essen, den reiche ich da ein und wenn 5 andere Studenten lesen, ich bewerte das, gebe Feedback. Und ich mache das gleich, so dass man halt sich gegenseitig evaluiert. Aber da gibt es auf jeden Fall mal ein oder zwei Leute, die einem wirklich das Feedback geben, was einem weiterhilft. Es ist jetzt nicht dieses, geht darum, was auswendig zu lernen oder zu sagen, das ist richtig. Ja, das ist ja dann wieder dieses kritische Denken. Also schon ein ganz schöner Sprung. Ich kann mich noch erinnern, als ich in die Schule gegangen bin, wir waren 40, zum Teil 40 Schüler in einer Klasse. Das war ja schon eine riesen Anzahl. Diese Kurse sind von Tausenden, manchmal also von vielen, vielen Tausenden besucht. Also 9.000, 10.000, 20.000, das ist auch keine Seltenheit. Also das ist wirklich ein völlig anderes Konstrukt, eine völlig andere Unterrichtsform, die sich natürlich auch völlig anders organisieren muss. Und Judith Mühlenhoff hat eben so einen kleinen Eindruck davon gegeben. Massenkulturen sind ein Phänomen des Web 2.0. Wir haben das ja eben am Beispiel Coursera gehört. Stellen Sie sich mal Facebook vor, wo nur ein paar hundert User insgesamt sind. Langweilig, würde ich sagen. Oder YouTube mit nur ein paar tausend Videos. Gähn. Community-Plattformen funktionieren nun mal nach dem Prinzip, je mehr Teilnehmer partizipieren, desto größer ist das Informationsangebot und desto attraktiver ist dieser Dienst. Aber wie sehen Unterrichtsformen jenseits dieser Massenkulturen aus, jenseits dieser MOOCs und Co.? Darüber habe ich mit Jutta Goldammer gesprochen. Sie ist Gründerin der Akademie für Visionautik in Berlin, die sich auf das Aufspüren und das Umsetzen visionärer Ideen spezialisiert. Welche Lernkulturen setzt dies voraus? Eine davon ist Action Learning. Hier Ihr Statement dazu. Bei Action Learning sehe ich ganz zentral den Punkt, dass ich nicht irgendwas lerne, was ich mal in Zukunft vielleicht eventuell brauchen werde, auf Vorrat sozusagen lerne, sondern dass ich im Kontext meines Tuns und meines Forschens lerne. Das hat ganz viele Facetten des Action Learning. Das eine ist Motivation. Also ich möchte ein Projekt machen. Ich habe eine ganz reale Frage. Ich möchte was auf die Beine stellen. Habe eine hohe Motivation, irgendwas hinzubekommen. Plötzlich fangen mich an, diese ganzen vielen kleinen Dinge zu interessieren, die im vorbereitenden Lernen absurd wären, zu wissen und wissen zu wollen. Und dann ist es auch leicht, die jeweiligen Experten, die einem dabei weiterhelfen können, aufzuspüren, die jeweiligen Bücher oder anderen Medien zu finden oder selber sich Sachen zu erforschen und zu erarbeiten. Soweit Jutta Goldammer von der Akademie für Visionautik.
Jetzt nochmal ein Überblick über den Paradigmenwechsel der Unterrichtsformen. Und das war ein ziemlich rasanter, in sehr kurz komprimierter Zeit fortlaufender Wechsel. Einerseits vom Frontalunterricht der vordigitalen Kultur. Und das meint nicht, dass diese Unterrichtsformen per se obsolet sind. Also Dr. Friedrich Klett hat ja nun auch sein Statement dazu gegeben, sondern ich spreche immer von Paradigmen, also von Mustern, die plötzlich erscheinen oder auch sich kontinuierlich anbahnen und die eine Phase deutlich prägen. Es gibt natürlich immer ganz viele Schattierungen daneben, es gibt Mischformen, Abwandlungen, Übergangsformen, aber ich spreche immer von dem paradigmatischen, von dem schablonenhaften Muster quasi und nehme ein Beispiel davon. Also Frontalunterricht als Paradigma der vordigitalen Kulturen. Die 90er Jahre haben uns angereicherte und individualisierte Unterrichtsformen beschert. Erstmal offline mit dem Medium CD-ROM. Und da saß man eben im stillen Kämmerchen allein und hat seine CD in den Computer geschoben und hat sich quasi fern aller sozialen Vernetzung das Wissen angeeignet. Diese Phase war immer nur noch die Vernetzung von Information, das prägt diese 1-0-Welt. Also Information ist vernetzt, nicht die Menschen. Erst Mitte letzten Jahrzehnts kam der Aspekt der sozialen Vernetzung hinzu. Erste Ansätze waren E-Learning-Plattformen wie Moodle, das kennt inzwischen jeder, mit ihren Social-Tools. Die wurden ursprünglich eben auch oft noch als, Moodle wurde ursprünglich oft noch als Datencontainer benutzt, also eigentlich gar nicht in der ursprünglichen Bestimmung. Augenblicklich in sind die schon erwähnten MOOCs, die Massive Open Online Courses, wo eben viele, viele, viele tausend Menschen partizipieren. Und wie sieht die Zukunft aus? Action Learning war das Beispiel dafür. Es zeigt, der Unterricht tritt immer mehr aus der Institution Schule und hinaus in das Leben und findet im Zusammenhang von pragmatischer Anwendung statt und wird nicht mehr so abstrahiert wie in der Schule und so normiert zelebriert. Also Christine, eine Frage, gibt es soweit zu diesem ersten Block schon Statements aus dem Chat, die wir aufnehmen können? Oh, Christine, ich höre dich leider nicht. Moment, jetzt geht's, glaube ich, oder? Ja, ja, super. Das passt ganz gut, weil die Frage kam, du meintest gerade, dass sich das Ganze auch eher in die Natur, also in einen anderen Raum außer das Schulgebäude trägt. Dann kam die Frage von Melanie Unbekannt, wird es denn noch? Was ist deine Prognose? Was hast du in deinen Gesprächen herausgefunden, dass Schulgebäude an sich in der Zukunft noch geben? Also ist das noch eine die Institutionsschule, das ist das eine, aber das Gebäude in der Form, was kannst du dazu sagen? Also das ist eine spannende Frage, danke Melanie. Im Grunde genommen, wenn ich dran denke, allein die Arbeitsstätten. Wir wenden unglaublich viel Energien auf, um an einen Arbeitsort zu kommen und Arbeiten zu verrichten, die wir wahrscheinlich zu 50% und mehr genauso gut von zu Hause über das Web machen könnten. Und was die Schule anbetrifft, gilt das genauso. Da fahren quasi jeden Tag Hunderttausende und Millionen von Schüler, bewegen sich von einem Ort zum anderen in einen sehr isolierten, sehr restringiert gestalteten Raum. Ich denke, in jeder Schulklasse gab es dann immer dieses Bild vom Präsidenten, dann gab es früher eben die Tafeln, einen Schwamm, eine Kreide, ein paar Bänke und das war so quasi die Schulklasse. Und warum sollte man diesen Raum, der ja auch viele Ressourcen kostet, warum sollte man diesen Raum und diese ganzen Bewegungen dorthin oder von dem Raum wieder zurück, warum sollte man das so in der Form aufrechterhalten? Also ich glaube, Schule als Institution wird es nach wie vor geben. Auch das Teilen eines gemeinsamen Raumes zum Austausch, zum Unterrichten wird es geben. Das muss aber nicht dieser überaus künstliche und fast schon synthetische Raum Klassenzimmer sein. Also ich glaube, da wird ein ganz großer Kulturwandel stattfinden in dem Bereich. Und wie der ausschauen wird, das wäre natürlich super spannend, wenn ihr da ein bisschen Input auch im Chat geben könntet. Das wäre eigentlich eine Frage für ein Brainstorming.
Ein super spannender und super guter Ansatzpunkt. Danke, Melanie. Dazu passt vielleicht noch, kann ich noch eine Frage, das passt vielleicht ganz gut dazu, von Olevin. Technik und Open Educational Resources sind nur die technischen und methodischen Voraussetzungen für Online-Bildung, hat er gemeint. Wie kann aber die Kultur, das hattest du jetzt ja auch schon angesprochen, in der Schule am besten verändert werden, in die Zukunft geschaut? Ja, da kann man natürlich an sehr, sehr vielen Punkten ansetzen. Also Olevin hat ja, Olevin, du hast die Open Educational Resources angesprochen. Also da stelle ich oft eine gewisse Unbeholfenheit fest. Also einerseits ist klar, wir können mit urheberrechtlich geschützten Lehrmaterialien allein den Unterricht der Zukunft nicht mehr gestalten, weil die Aufgabenstellungen der Zukunft sind einfach viel zu vielfältig. Aber wir begreifen uns in dem Fall überhaupt noch nicht als diejenigen, die auch quasi die Materialien in viel größerem Ausmaß oder viel selbstverständlicher auch selbst produzieren können. Also das Prinzip des Prosumenten, das existiert oft nur als Stichwort, aber wir beziehen das viel zu selten auf uns selbst. Und für mich ist es zum Beispiel selbstverständlich, wenn ich ein Thema angehe, ich mache meine Videos selbst, ich mache meine Texte selbst, ich mache meine Audios selbst. Also das erfordert schon multimediales Know-how, aber das ist ja auch ein Bestandteil des Lernens, dass man sich das aneignet. Und ich glaube, wenn man bei sich anfängt und quasi den Grundstein für sich selbst legt, für diese Kulturen des Lernens in Zukunft, dann, also ich sage es mal in kurzen Worten, die Revolution kommt von der Straße und nicht aus den Institutionen. Das ist meine wirklich eindeutige Meinung. Wir können nicht warten, bis die schwerfälligen Institutionen, das ist jetzt ein bisschen werten, bis die sich bewegen, sondern die Revolution wird von den Schülern kommen, von den Lehrern, die mit diesen neuen Kulturen arbeiten wollen. Und auch die Verlage werden dann entsprechend nachziehen. Da kommt auch schon viel, viel Interesse und Aufmerksamkeit. Die Einzelnen, die Politik wird nachziehen, die Bildungspolitik und alle anderen Stakeholder auch. Also nicht warten, bis die anderen sich verändern. Du bist die Revolution. Dann können wir vielleicht weitermachen in deiner Präsentation. Gerne. Den Rest, den nur für die anderen auch. Ich habe die anderen Fragen auch noch aufgenommen, würde sie aber dann am Ende beziehungsweise zu einem anderen Punkt stellen. Wir haben ja eine nächste Etappe wieder mit vier Stichworten, die ich durchgehe. Und dann ist es ja eigentlich eine gute Gelegenheit, wieder die spannenden Fragen zu stellen. Also das nächste Stichwort, der Lernstil. Wolltest du noch was sagen, Christine? Ich wollte gerade dir noch eine Rückmeldung geben, Verzeihung. Olevin bedankt sich für die Antwort, hatte vor kurzem in einer Fachkonferenz Deutsch 15 Lehrern die Frage gestellt, wer Online-Tools für den Unterricht nutzt. Antwort war gleich null. Die Schülerschaft ist in der Tat eher der Treiber der Entwicklung. Das würde das Ganze nochmal unterstützen, was du gerade gesagt hast. Ja, spannend. Also das ist immer gut, von verschiedenen Seiten so realitätsnah dran den Input zu bekommen. Vielen Dank nochmal, Olevin. Das nächste Thema ist der Lernstil. Wie ist der Paradigmenwechsel bezüglich Lernstil zu sehen? Ich wurde Anfang der 60er Jahre eingeschult und habe in meiner Schülerlaufbahn bis zum Abitur nie etwas anderes als Frontalunterricht erlebt. Noch nicht mal eine klitzekleine Gruppenarbeitssituation. Es ist unglaublich, aber es ist wahr. Also gleichgeschaltetes Lernen heißt gleiches Tempo für alle, nicht mitkommen im Unterricht und Maßregelung deswegen ist vorprogrammiert. Das ist eine sehr negative Darstellung. Das stimmt. Gleichgeschaltetes Lernen, wir haben es ja auch gehört, kann auch positive Aspekte haben. Man kann sich in kurzer Zeit Wissen aneignen in Form von Vorlesungen und so weiter. Aber spannend finde ich, welche Kreativität diese Gleichschaltung und der Versuch, daraus auszubrechen, auch entwickeln kann. Hören Sie dazu einen ganz persönlichen Kommentar von Annette Dahmen-Eisenberg. Was sie von Beruf ist, erfahren Sie hier.
Ich war eine ganz schlechte Schülerin und bin immer ausgefallen beim Unterrichten sozusagen, weil ich dann immer andere Dinge gemacht habe. Ich habe mich nicht interessiert und ich bin zu meinem Beruf gekommen dadurch, dass eine Lehrerin sich hingesetzt hat, die Beine gekreuzt hat, die Hände gekreuzt hat und gesagt hat, ich unterrichte euch nicht mehr, ihr seid nicht aufmerksam genug. Frau Dr. Lauermanns, wie sie eine sehr kompetente Frau. Dann hat sie gesagt, also Englischunterricht könnt ihr selber machen. Wir wollten einfach viel mehr Selbstbestimmung. Das war ganz klar. Und dann haben wir Bücher geholt aus der Bücherei. Es gab ja noch kein Internet. Haben uns alles angeguckt. Haben den Englischunterricht tatsächlich irgendwie für 2, 3 Wochen in die Hand genommen. Danach war mein Berufsziel klar, ich wollte Englischlehrerin werden. Und das war auf den 69er hin. Und da ging es schon ziemlich zur Sache. Und selbst in unserem kleinen Örtchen in Westdeutschland haben wir also versucht, unsere kleine Mini-Revolution zu machen. Also das war Rebellion in den 60er Jahren. Ich habe im Kapitel Unterrichtsform bereits kurz über E-Learning reflektiert. Was den Lernstil anbetrifft, war E-Learning aus einer gleichgeschalteten Lernkultur kommend eine Innovation mit Wow-Effekt. Also ich kann mich wirklich noch gut erinnern. Ich war völlig begeistert, dass ich einerseits angeleitet lernen konnte, aber andererseits in meinem Tempo, dass ich ein Video anhalten konnte, dass ich einen Text 3-mal durchlesen konnte. Das kann man sich, das ist heute so selbstverständlich, das kann man sich jetzt gar nicht mehr so vorstellen, aber es war wirklich total beeindruckend früher. Hören Sie dazu ein Audio-Statement, das von mir, das ich vorher im Rahmen des Big Picture bereits aufgenommen habe. Mit E-Learning rückte Mitte, Ende der 90er die Idee der Individualisierung des Lernens in den Vordergrund. Ich kann mich noch gut erinnern, das war ein richtiges Wow-Erlebnis, dass man einerseits angeleitet wurde, aber trotzdem sein Lerntempo selbst bestimmen konnte. Ein Video anhalten, einen Text mehrfach lesen, aus einzelnen Lernmodulen sein individuelles Lernangebot zusammenstellen. Das war wirklich neu damals. Zwei wichtige Voraussetzungen für diese Individualisierung waren die Nonlinearität und die Modularität. Nonlinearität war damals bereits ein Begriff mit Erfahrungswert. Mit Cut, Copy und Paste hatte man auf Textebene zumindest einschlägige Erfahrungen von Nonlinearität. Diese erste Idee des Individualisierens von Lernen war natürlich noch nicht sozial vernetzt wie heute und hatte erstmal auch noch nichts mit dem Web zu tun, das damals noch in den Anfängen war. Sondern man schob seine multimediale Lern-CD in den PC, saß im stillen Kämmerchen vor seinem Festplatzrechner und blickte auf dem Mausbild viele Kilometer zurück, um sich Wissen anzueignen. Das Konzept von Lernen 1.0 war also eine erste Erfahrung der Autoritätsverschiebung vom Lehrer hin zum lernenden Individuum. Es war allerdings noch ein isoliertes Individuum. Das Konzept der sozialen Vernetzung kommt ja erst im Web 2.0 dazu, wo das Subjekt dann die Erfahrung macht, dass es seine Meinungsautorität steigern kann, wenn es sich nur vernetzt. Also E-Learning ist ein Lernstil der Individualisierung, aber er vernetzt eben, wie ich ja schon sagte, nur Informationen. Also man lernt im stillen Kämmerchen alleine. Auch später als E-Learning, als Web-based Learning auf das Internet überging, hat sich daran im Grunde genommen nichts verändert. Es vernetzt multimediale Informationen. Erst das Social Web bringt die Idee der sozialen Vernetzung auch in den Stil unseres Lernens hinein. Was das für die Lernkulturen und auch gesellschaftlich überhaupt bedeutet, das ist nämlich immer ein Paradigmenwechsel, der wirkt sich auch auf alle anderen gesellschaftlichen Bereiche aus. Das kommentiert Julia Leiener, Service Designerin am Creation Center der Telekom in Berlin. Wir haben Lernen 2.0, Lernen in der Masse, Lernen im World Wide Web, Lerninhalte zugänglich für the World Wide Web, also für die ganze Welt. Ich glaube, das ist der erste Schritt, dass wir einfach durch die neuen Technologien und die derzeitigen Tools die Möglichkeiten haben, Wissen weltweit zugänglich zu machen, über verschiedene soziale Klassen hinweg, über verschiedene Kulturen hinweg, also dass einfach die Netzkultur als solches diese Art von Lernen ermöglicht. Also dadurch, dass Vernetzung untereinander größer ist und einfacher ist, ist es einfach möglich, dass jeder seinen eigenen Weg geht und man nicht konform parallel Wege gehen muss. Ich stelle mir das immer ein bisschen vor wie so ein Riesennetz und die Menschen sind die ganzen Knotenpunkte im Netz und dadurch ist die Verbindung
flexibel sind, kann ich als Punkt mich relativ frei bewegen. Wenn ich so keine Verbindung hätte, wäre ich sozusagen im losen Raum, müsste mich an einen anderen Punkt orientieren. Aber da ich immer verbunden bin, habe ich die Möglichkeit, eben meinen eigenen Weg zu gehen, ohne aber trotzdem den Kontakt zu finden. Soweit das Statement von Julia Leiner. Okay, die Lernkulturen 2.0 sind sozial vernetzt. Sie spielen sich in virtuellen Räumen ab. Das ist ein wichtiger Stichpunkt für meine Einteilung 2.0. Man denkt da an Lernplattformen wie Moodle, die es ganz am Anfang gab, oder an MOOCs, die ich heute schon erwähnt habe, die im Moment in Mode sind. Aber zeitgleich, parallel zu diesen sozial vernetzten Lernstilen 2.0 passiert etwas, dass der bekannte Internettheoretiker Howard Rheingold The Next Social Revolution nennt. Und unsere millionenfach verbreiteten Smartphones, Tablet-PCs und anderen mobilen Devices wissen Schuld daran. Bastian Hamann, studierter Philosoph und Informatiker, hat folgende Zukunftsvision eines neuronal vernetzten Lernens parat. Ich glaube, 2030, da haben wir jetzt noch 18 Jahre Zeit, da werden wir auf jeden Fall Neurointerfaces haben und vielleicht auch welche, die direkt verbaut sind. Es gibt ja im Moment schon EEG-Headsets, die oft in den Massenmarkt langsam verfügbar sind. Damit kann man noch nicht ganz so viel machen, aber ich denke, die Richtung ist unverkennbar und sehr, sehr wichtig. Es gibt jetzt Überlegungen auf Tattoos, die man auf die Haut macht, Chips zu implantieren, also Sensorik zu implantieren. Das heißt, es werden dann auch wenig invasive Technologien, die sehr wenig kosten werden. Das ist eine Richtung, die man sich da vorstellen kann. Dann gibt es Google Glass, da trägt man etwas auf dem Kopf. Und im Grunde genommen kann man sich schon auch vorstellen, dass die Sensoren auf dieser Brille vielleicht auch noch mehr abgreifen, also zum Beispiel Ströme des Gehirns. Aber ich glaube, dass man schon absehen kann, dass solche Technologien kommen und dass sie viel Einfluss darauf haben werden, wie Lernen ausgewertet wird. Also wie Menschen sich fühlen beim Lernen, welche Erfolge sie haben beim Lernen, wird sich möglicherweise in Signalen aus dem Gehirn äußern, die man dann aufzeichnen kann, auch ohne dass sie viel kosten und ohne dass sie den Träger einer solchen Sensorik beeinflussen, und dass sie daraus sehr potentes Wissen und viele verschiedene Richtungen nutzbares Wissen darüber bekommen, die Menschen lernen. Soweit Bastian Hamann, und für alle, die jetzt erschrocken sind, neuronal vernetztes Lernen wird nur eine Möglichkeit des Lernens in der Welt des 3.0-Lernens sein. Also es wird auch nicht technische Möglichkeiten des Lernens 3.0 geben, die quasi nach dem Prinzip funktionieren, so wie unsere Großeltern ihre Kinder oder uns an die Hand genommen haben. Wir sind durch die Straßen gegangen und die Großeltern haben uns die Dinge in der großen, weiten Welt ganz direkt erklärt. Also auch das wird eine Variante sein, diese sozial vernetzte Lernen draußen vor Ort in der realen Welt. Aber die andere Möglichkeit ist eben, anstatt dass einen die Großeltern oder die Eltern an die Hand nehmen, dass es eben Technologien übernehmen. Und wer es mag, der mag es und macht das oder macht es zum Teil und andere machen es halt nicht. Es gibt eben auch diese Strömung zurück zum Handwerk, zurück, man macht sich seine Schokolade selbst, man macht sich, keine Ahnung, also zurück zu alten Kulturen des Handwerks. Das wird eine Strömung sein, die wird es parallel zu diesen technischen, neuronal vernetzten Strömungen auch geben. Und es ist eben wichtig, dass es diese Vielfalt gibt. Also der Paradigmenwechsel des Big Pictures kommt sehr vielleicht apodiktisch daher. Es ist aber nur eine Diskussionsgrundlage. Hätte ich mit anderen Partizipienten gesprochen, wären die Stichworte zwar ähnlich, aber könnten auch etwas anders sein. Und es ist eine Diskussionsgrundlage und ein Ordnungssystem, dass man sich einordnet, verordnet und schaut, wo bin ich und wo kann ich hingehen. Ganz kurz nochmal zusammengefasst, zum Paradigmenwechsel des Lernens kann man sagen, das vordigitale Paradigma ist gleichgeschaltet, Lernstil 1.0 ist individualisiert, informationell vernetzt. Lernstil 2.0 sozial vernetzt, aber die Lernräume sind noch rein virtuell. Und mit dem Paradigmenwechsel 3.0 drängen die rein virtuellen Lernräume in die physische Welt hinaus. Wir hatten das ja auch schon kurz besprochen. Das gibt uns nun aber auch digital vernetzen, das ist das wichtige Stichwort, den Nahbereich sozialen Handelns und Verhaltens zurück. Also am PC, in der Lernkultur 1.0 waren wir völlig isoliert. Das sozial vernetzte Lernen hat uns zusammengebracht mit anderen, aber es war eine virtuelle Koexistenz.
und das, die Lernstile 3.0 bringen uns hinaus in die Welt. Unsere Freunde stehen neben uns, unsere Klassenkameraden stehen neben uns und wir haben alle Kulturen, alle Körper- und Austauschkulturen, auf die wir so lange verzichten mussten, bekommen wir zurück. Und Lernstoff hält der Alltag in dieser Situation in unermesslicher Vielfalt bereit. Soweit zum Thema Lernstil. Christine, gibt es dazu Fragen aus dem Chat? Ich würde jetzt, jetzt vielleicht noch ein, zwei Fragen dazwischen stellen und dann. Wir schauen. Ich möchte auch schon ich würde gerne diese kleine Diskussion, die es jetzt bereits im Chat gibt, aufgreifen wollen. Und zwar geht es eben darum, das Ganze. Wir haben jetzt in Zukunft, also auf einen zukünftigen Blick auf die Dinge auch geworfen, visionieren. Und es geht hier vor allem darum, lassen wir vielleicht auch im Jetzt Lösungsansätze zu finden, zu formulieren, um sich in dieses digitale Zeitalter, in dem wir ja schon mitunter leben, aber hineinzutragen. Also eine Frage zum Beispiel, gibt es Lösungs? Ich versuche mal ein bisschen was zu bündeln. Gibt es Lösungsansätze, Lehrer zu motivieren, eben sich jetzt zum Beispiel im schulischen Kontext mit neuen Medien auseinanderzusetzen, zu befassen, um eben halt die Brücke in das digitale Zeitalter zu schaffen? Ob es da konkrete, war eine Frage, konkrete Vorschläge im Big Picture gibt? Wir können, was ich auch sehr interessant finde, die Frage, wie können wir eben halt alle abgeholt werden, ohne sie zu missionieren, also um auch da auch eine kritische Haltung zu bewahren. Und in dem Zusammenhang, dass da auch natürlich auch gewisserweise mit, sagen wir mal, Gerätebeschaffungen und so weiter, die Möglichkeiten, sich überhaupt dann digitalen Medien, mit digitalen Medien zu beteiligen und auszuformen, natürlich ganz grundlegend die Geräte angeschafft werden müssen. Wie kann das überwunden werden, damit also wirklich jeder und jede daran teilhaben kann? Ja, vielen Dank. Das sind wirklich spannende Fragen. Ich versuche das mal so ein bisschen zu strukturieren. Ich fange mal mit den Geräten an, weil das noch am präsentesten ist. Also da gibt es ein ganz schönes Statement unter Lehrmedien und Lernmedien von der Jutta Kroll. Und von der Jutta Kroll im Bereich Lehrmittel, das ist jetzt weiter unten im Big Picture. Jutta Kroll ist Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Chancen. Und sie macht eben auch deutlich am Beispiel des Tablet-PCs. Also viele Schulen glauben, wenn sie sich jetzt ein cooles Tablet beschaffen, das ist eine tolle technische Leistung, ein Tablet-PC. Aber wenn sie sich das beschaffen, heißt das ja noch lange nicht, dass ihre Lernkulturen sich dadurch verändern. Ich würde eher fast umgekehrt sagen, ändere erst deine Lernkulturen. Das kann man oft auch schon virtuell tun. Und dann beschafft ihr die Hardware. Die Hardware ist eine Sache, so eine Hardware ist 2 Jahre, 3 Jahre aktuell. Dann wird sie von der nächsten Generation abgelöst. Und ich kann mich noch gut erinnern an den Unis. Wir hatten riesige Computerpools. Also das waren lauter Festplatzrechner und jeder saß dann vor seinem Rechner. Und bis die aufgebaut waren, oder bei Schulen war sie oft genauso, war die Technik schon wieder veraltet, weil niemand konnte sie bedienen so schnell und das Know-how war noch gar nicht da. Also es ist sicher nicht falsch, eine gute Technik, eine moderne Technik in der Schule beim Lernen zu haben, aber es ist nicht unbedingt die erste Voraussetzung, sondern diese Kulturen, wie gehe ich damit um? Das ist eben der wichtige Schritt. Eine wichtige Fragestellung könnte nämlich im Chat quasi im Nachgang sein, also welche Kulturen muss ich entwickeln jenseits von Hardware-Ausstattung? Da gibt es ja diverse Projekte. Welche Kulturen muss ich entwickeln, dass eben dieser Change-Prozess eingeleitet wird. Das wäre so ein wirklich schönes Modul, das man inhaltlich im Brainstorming interaktiv beleuchten könnte. Meine Anregung dazu. Die Frage, Lösungsansätze, die Lehrer motivieren, das war die erste Frage. Okay. Da gibt es auch ein sehr schönes Statement in meinem Big Picture, und zwar von der Grundschullehrerin Heidi Rice-Wellberry. Sie erzählt, dass sie eigentlich immer ganz gerne an der Tafel Dinge entwickelt hat. Also sie hat als
Fremdsprachenlehrern mit Wortkarten gearbeitet, die konnte man in die Hand nehmen, die konnte man irgendwo anheften, weitergeben und so weiter. Also das didaktische Prozedere, der Aufbau einer Idee in der didaktischen, der war mit dem Lehrmittel, mit den Realien eigentlich relativ stark verbunden. Nun ist die Schule eine kreidefreie Schule geworden. Das heißt, es gibt keine Kreide, es gibt keine Tafel im klassischen Sinne mehr, sondern es gibt das Smartboard, das interaktive Smartboard. Und sie beschreibt eben sehr schön, das Audio-Statement ist leider noch nicht vorhanden, aber als Text ist es vorhanden. Sie beschreibt sehr schön, dass es eben eine Umstellung ist, auch wenn man sich auf diese digitale Tafel freut. Und Heidi Wedderl-Reis habe ich als sehr digitalen Menschen kennengelernt. Aber dass es eben eine Umstellung bedeutet, auch im ganzen Prozedere, im didaktischen Aufbauprozess, der sich ja jahrelang erprobt hat. Und da ist es wichtig, auch so mit, dass man Unperfektion akzeptiert. Heidi Wedderl-Reis hat mir im Gespräch gesagt, oft ist es auch so, dass die Schüler manchmal was wissen, was sie im Umgang mit der interaktiven Tafel noch gar nicht weiß. Und dann ist es wirklich so, dann sagen die Schüler, okay, jetzt klicken Sie da oder machen Sie mal da irgendwie den Finger ran. Und das bringt auch den Austausch auf eine sehr kollegiale Ebene. Also was nicht wissen, ist kein Problem mehr, sondern es ist dieser kollegiale Umgang und die Authentizität der Situation. Und dazu gehört eben auch Unperfektheit. Nur ganz kurz noch zum, wie man alle abholen kann. Ja, das ist eben das, dass man, ich hoffe, dass es im Rahmen dieser Initiative Lernen entsteht, dass es da so einen Pool gibt, wo zum Beispiel darüber diskutiert wird, wie können wir Lernmaterialien, Open Educational Resources erstellen, die sicher urheberrechtsfrei abgesichert sind. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt, dass Lehrer mit gutem Gewissen Materialien einsetzen können, die dort zusammengesammelt werden und sicher sein können, dass es keine Probleme gibt. Das wäre ein Ansatz. Oder eben viele andere auch, aber das wäre eben auch so ein Brainstorming-Thema, das spannend wäre. Gibt es noch Reaktionen? Ja, ich ich glaube, also ich würde ganz kurz noch auf die Diskussion zu sprechen kommen, die zwischen Melanie und Olevin geführt wird im Chat. Und zwar geht es eben nochmal sehr stark um, dass es Melanie hat es angesprochen, eben, dass wir natürlich nicht warten können, bis jeder Haushalt, also es geht wirklich um das Hier und Jetzt, dass jeder Haushalt entsprechend ausgestattet ist. Und wenn man jetzt auf Schulen, ich weiß leider nicht, wie viele Schulen wir in Deutschland haben, aber sehr viele, die alle fit gemacht sind, also sozusagen gewisserweise auch nicht vergleichbar, aber zumindest alle die Möglichkeiten bekommen, sich zu beteiligen, dauert es eben halt sehr lange. Das ist jetzt gar keine Frage, sondern eher ein Statement. Es geht also immer alles in Richtung Pilotprojekte, Leuchtturmschulen, die also sehr üppig ausgestattet werden und dann wird es für eine gewisse Zeit gemacht und dann passiert da wieder gar nichts und so weiter. Ich denke, in die Richtung geht es auch ein bisschen, was sie meint. Und ihr geht es vor allem darum, dass im Hier und Jetzt eine Chancengleichheit für alle geschaffen werden muss, um alle gleichheitlich an unserem Bildungssystem partizipieren zu können. Vorab hatte Olevin eben den Vorschlag unterbreitet, dass die Infrastruktur an öffentliche Bildungseinrichtungen gekoppelt werden muss, also noch viel stärker als jetzt, also dass der Erwerb von Geräten, also digitalen Medien und dann auch die Möglichkeit, es zu schaffen, als Aufgabe von Staat und Kommune übertragen werden muss, damit das also auch nicht ständig auf dieser technischen Diskussion über Technik, also die Diskussion über Technik bleibt, sondern dass wir also auch über neue Lernumgebungen, die daraus entstehen können, geredet werden kann. Das vielleicht nochmal kurz zu dem, was im Chat passiert. Also ich möchte nur vorab nochmal betonen, es geht nicht darum, das ganze Big Picture vorzustellen, das geht sowieso nicht, sondern es ging mir darum, zu zeigen, wie funktioniert das Big Picture. Und wir haben jetzt wirklich noch genug Zeit für diesen interessanten und wichtigen Input aus dem Chat.
Also was ich sehr spannend finde an der Diskussion, was können wir machen, um uns fit zu machen für diese digitale Lernzukunft? Eines vergessen wir eigentlich total oft, jeder von uns und wirklich fast, oder sagen wir mal so, fast jeder Schüler hat ein Device, das macht ihn fit, nämlich ein Handy in der Hand. Und ich bin immer fasziniert, man denkt an Tablet-PCs, man denkt an die technische Ausstattung von ganzen Schulen, bevor man dran denkt, dass die Schüler ihre Handys nutzen können. Das sind Devices, da hängen sie dran, das ist ihr Interface, ihr Zugang zur digitalen Welt. Warum schickt man nicht die Schüler nach Hause mit der Aufgabe, sie sollen mit dem Handy das Foto zu einem Thema machen? Sie bringen die Fotos, man lernt nur, wie sie die Fotos dann in die Cloud stellen, also via Bluetooth, mit allem möglichen oder einfach, man kann die ja ohne weiteres vom Handy runterladen. Und das wäre so ein ganz einfacher Ansatz. Jeder hat dieses Device in der Hand, aber man begreift nicht, dass man die Revolution eigentlich davon quasi wirklich bottom-up, grassroot-mäßig starten kann. Und also ich würde wirklich ganz einfache, ganz schlichte Lernszenarien entwickeln, wo jeder mit seinem Handy, und wenn einer kein Video hat, ist ja nicht schlimm, dann macht er halt irgendwelche Textinformationen dazu. Also, und das sind auch alles Offline-Möglichkeiten. Man braucht erstmal noch nicht mal eine Flatrate, weil das kann ja auch ein Problem werden, wenn dann irgendeiner online geht und keine Flatrate hat, keine Daten-Flatrate hat. Aber es lassen sich eben ganz einfach daraus auch schon bottom-up nach dem Grassroot-Prinzip Lernszenarien instruieren. Und ja, ich fände es toll, wenn man wirklich so mit kleinen Dingen anfängt. Okay. Was machen wir jetzt, Christine? Wir sind jetzt von der Zeit her relativ durch, würde ich sagen. Gell? Wie ist dein Vorschlag? Hättest du Input für uns? Naja, ich hätte noch, aber jetzt sind wir, das wäre jetzt wieder so ein länger angelegter Blog, zum Beispiel der Blog Aneignungsprinzip ist offen. Aber das ist jetzt wieder so ein 10-Minuten-Blog. Also ich glaube, die Idee, wie dieses Big Picture zu verstehen ist, dass man eben sowohl auf, dass man diese vielen, vielen spannenden Statements von unterschiedlichen Leuten, die ganz unterschiedliche Erfahrungshintergründe haben. Also diese Vielfalt, die soll auch in die Zukunft gebracht werden. Also Lernen in der Zukunft heißt nicht nur neuronal vernetzt, heißt nicht nur Action Learning oder ortsbasiertes Lernen, sondern Lernen in der Zukunft soll heißen, dass es die ganze Bandbreite gibt von altbewährten Lernen, genauso wie von diesen neuen Paradigmen, die ich hier aufgelistet habe. Und dieses Big Picture hat eben die Idee, alle diese Dinge in eine Zusammenschau zu bringen und dafür auch für Leute, die sagen, ich suche mir einen Ansatzpunkt, ich suche mir meinen eigenen Weg mit meinen Schülern, dass es da in der Beziehung vielleicht eine Anregung ist. Also das Big Picture, muss ich dazu sagen, ist noch nicht ganz fertiggestellt, es ist quasi Work in Progress. Es wird aber demnächst, also in den nächsten Wochen fertig sein. Wichtig war mir noch der Kontext des Lernens in einer Gesellschaft. Denn Lernen ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Also Frontalunterricht, Büffeln und Pauken bedient eine völlig andere Gesellschaftsform, bedient auch völlig andere Expertentypen. Zum Beispiel, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, ist eben in der Gesellschaftsform, ist der Facharbeiter, der Facharbeiter, der immer die gleichen normierten Prozesse abwickelt, der Fließbandarbeiter. Und Web-based Learning, recherchieren und finden, also wo das Internet ins Spiel kommt, das schafft wieder einen anderen Expertentyp, den Wissensarbeiter, der zwar einmal eine Ausbildung genossen hat, aber der dann quasi mit laufenden Fortbildungen sich up-to-date hält. Aber auch dieses Modell ist ja schon inzwischen veraltet, denn die Ansprüche durch den Input des Internets und durch die Diversifizierung, die werden ja immer vielfältiger, und wie diese Expertentypen und wie die Arbeitskulturen dahinter aussehen können, das wird man dann in einem letzten Block meines Big Pictures
nachlesen können und reinhören können. Und ich lade euch alle ein, die Interesse haben, schaut in ein paar Wochen wieder vorbei, das wird sukzessive und auch demnächst fertig sein. Und es wird auf meiner Webseite auch Einzelinterviews geben mit Julia Leihener von Creation Center der Telekom Berlin, eben mit Dr. David Klett und mit diversen anderen zum Thema, wie sieht Lernen in der Zukunft aus. Soweit von mir. Ich hoffe, ich konnte einen Input geben, mit der Sie weiterbringt, der Ihnen Anregungen bringt. Von mir schöne Grüße aus Berlin und die Revolution kommt von unten. Nicht vergessen. Sehr schön. Sora Marie, vielen, vielen Dank. Es gibt auch Reaktionen. Das ist vielen Dank an dich. Es war sehr interessant, sehr spannend, dass die Leute haben das die Leute deinen Input und die Diskussion über die Fragen empfunden. Insofern möchte ich eigentlich gar nicht mehr so viel sagen, weil du schon so ein schönes Schlusswort gebracht hast. Ich möchte aber auf ein paar Dinge noch hinweisen. Zum einen, wenn Sie die Aufzeichnung sehen, dann haben Sie schon den Weg zur Aufzeichnung gefunden. Wenn Sie es live sehen und noch weitere, sich das nochmal anschauen möchten oder weitere Aufzeichnungen sehen wollen, dann gehen Sie auf die Internetseite www, hier steht es auch nochmal, collaboratory.de/w/Hangout-Reihe. Das ist das eine. Da stehen auch noch weitere Termine im Sinne von ein weiterer Termin. Nächste Woche findet der letzte Live-Hangout on Air statt, wo wir nochmal einen großen Rückschau auf die Initiative Lerne Digitalen Gesellschaft werfen, da auch wieder dabei Jöran. Jöran Moos-Mehrholz wird wieder dabei sein, unter anderem auch mit mir und Daniel Stemmler und Barbara Zimmers. Das nochmal schon mal als Hinweis, nächste Woche Dienstag ist es 11 Uhr. In dem Sinne freue ich mich, habe ich mich sehr gefreut, das heute moderieren zu können. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an dich, Zora Marie. Wir verfolgen das Big Picture und das stetige Wachsen des Big Picture. Ich denke, dass es auch prozessorientiert ist weiter. Und in dem Sinne möchte ich gerne nochmal aufgreifen, die Revolution beginnt jetzt. Wir sind alle Akteure dieser, wir können alle Akteure dieser Revolution sein. Insofern gehen Sie raus. Wenn Sie jetzt live dabei sind, vielleicht ziehen Sie sich was Warmes an. Ansonsten bis ganz bald. Vielen Dank.